Herzlich willkommen zum Galactic Report heute am 3.3.2023. Der Kampf gegen die Targoiden geht weiter und beschäftigt die Elite-Spieler auch in Zukunft. Gerade ist ein Community-Event zu Ende gegangen, das zur Produktion eines sogenannten Ätzbehälterwerfers führen soll. Hierbei handelt es sich scheinbar um ein Verteidigungsmodul, das den korrosiven Eigenschaften der Mahlströme entgegenwirken soll. Die Mahlströme sind bekannterweise der Ausgangspunkt der Targoiden-Invasion in der Bubble. Das Problem ist, dass man vom Betreten dieser Zonen an nur wenig Zeit für eine Erkundung hat. Das Schiff nimmt permanent Schaden und wird schließlich zerstört. Was sich im Zentrum der Anomalien befindet, ist auch weiterhin unbekannt. Ich gehe davon aus, dass dieser Inhalt aber erst in kommenden Updates dazukommen wird. Weitere Updates für dieses Jahr wurden ja bereits bestätigt und angekündigt, über den Inhalt ist allerdings noch nicht viel bekannt, außer dass es zu einem sogenannten Key Feature Overhaul kommen soll. Allerdings ist auch hier alles weitere Spekulation, außer die Tatsache, dass er im Zusammenhang mit der Story steht. Insgesamt sind neue Infos auch in den FDev-Streams im Moment eher rar gesät. Es gibt zwar immer wieder Hinweise und Easter Eggs, aber keine klaren Aussagen. In der Community passiert aber gerade recht viel. Ich gehe hier chronologisch vor und nicht nach der austragenden Community. Bei Stella Nebula auf dem Discord im Seminarraum findet am kommenden Sonntag, den 5. März, ein Targoiden-Kampftraining, diesmal für Fortgeschrittene, statt. Beginn ist 20 Uhr. Commander Kloppy von den Ronin of Amarak, Roa, zeigt uns im klassischen Targoiden-Kampf in den Plejaden, worauf es beim Solo-Kill von Interceptoren ankommt. Hierzu wird Kloppy solo gegen eine Medusa antreten und alles Notwendige erklären sowie die Fragen der Zuschauer beantworten. Bei unseren Freunden, den Explorer on Tour, findet am 11.03. um 20.45 Uhr der dritte Sidewinder B-Run statt. Treffpunkt ist der Carrier Venelope im Heimatsystem der EOT, Toluco. Jeder kann mitmachen, egal ob Open, Gruppe, Odyssey oder Horizon, man braucht nur eine Stock-Sidewinder. Keine Umbauten, keine Ingenieure. Das Prinzip ist ein lustiges Rennen. Der Carrier springt in ein gewisses System A1. Von da an muss nach B2 geflogen werden, das sind so zwei Sprünge. Und man besorgt Wein oder Bier, je nachdem in welchem Team man ist. Dann geht's zurück zum Carrier zum Verkauf. Der Clou ist, der Carrier springt nach 30 Minuten weiter zum System A2. Von da an geht's dann nach B2, weiter zum Bier und Wein kaufen. Auch dort bleibt der Carrier 30 Minuten und springt dann zurück nach Toluku. Wer den Sprung verpasst, ist aus dem Rennen, denn mit einer Stock Sidewinder kommt man ja bekanntlich nicht weit. Es geht also auch darum abzuschätzen, schaffe ich noch einen Run oder ist dann mein Taxi weg? Zurück in Toluku müssen die übrig gebliebenen Piloten ihre Ware vom Carrier auf einen zweiten transportieren. Das Team, welches zuerst durch ist, gewinnt. Anmeldung und weitere Informationen gibt's auf dem Server der EOT und Organisator Paul Bommel wird das Ganze auf Twitch auch live begleiten. Die Links dazu gibt's wie üblich in der Videobeschreibung. Am 12. März, wieder auf Stella Nebula, findet im Seminarraum schließlich ein Wissenstalk am Sonntag statt. Hier werden Andrew Gasper und ich selbst versuchen, das Thema gutes Storytelling zu beleuchten. Konkret, wie kann der Content für ein Sandbox-Computerspiel wie Elite idealerweise durch das Vorantreiben einer Story begleitet werden? Und welche Spielermotivation gibt es hierbei? Ihr habt da im Discord-Kanal Fragen in den Raum geworfen und wir werden uns alle zusammen darüber austauschen. Das war's aktuell an News und Informationen aus der deutschsprachigen Elite-Community. Euch allen ein schönes Wochenende, bleibt gesund, euer Science Keeper.